Ein europäisches Infrastrukturprojekt nimmt Gestalt an. Geplant, projektiert und abschnittsweise realisiert, der Aus- und Neubau der Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Berlin. Deutschlands größtes und innovativstes Infrastrukturvorhaben, das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8. Das Schlüsselstück der östlichen Nord-Süd-Achse zwischen Skandinavien und Italiens Norden. Eine Trasse gebaut für 300 Kilometer pro Stunde nach neuestem europäischen Standard. Finanziert von der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union und der Deutschen Bahn. Die Bauarbeiten, derzeit konzentriert auf über 200 Kilometer Neubaustrecke in Bayern, Thüringen und Sachsen-Anhalt, zur umweltfreundlichen Aufnahme gegenwärtiger und künftiger Ströme des europäischen Personen- und Güterverkehrs. Ein europäisches Verkehrsprojekt nimmt Gestalt an. Ziel ist eine Fahrzeit von etwa 4 Stunden von München nach Berlin.